Verstehst du? Das ist der Schlüssel. Dinge zu essen, welche sättigen, aber den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen. Wenn du also unter Heißhungerattacken leidest, ist das, was folgt, genau das Richtige für dich. Dieses Video hier war eigentlich gar nicht geplant, aber jemand hat mir in den Kommentaren eine Frage gestellt, ob die Power-Diät auch dann funktioniert, wenn eine körperliche Behinderung vorhanden ist. Und da habe ich eine interessante Geschichte dazu. Du wirst es nicht glauben, aber zufälligerweise hat jemand die Prinzipien der Power-Diät auf ihr eigenes Pferd angewendet und es hat funktioniert. Somit sehe ich nicht ein, warum es bei jemandem nicht funktionieren sollte, das eine Behinderung hat. Und das Ganze hat mit einer Sprachnachricht angefangen. Hallo Paolo, hier ist der Valerian. Grüße aus München von der Hedda und von mir. Und wir sind alle deine Fans. Die ganze Family wird schwer angesteckt von dem Power-Diät-Fieber. Und ich habe jetzt mal ein bisschen aktualisiert. So, jetzt zu meinem Anliegen. Mein Töchterlein hat... Genau, herzlichen Dank in jedem Fall, ihr Lebensgefährte, der macht jetzt auch mit und er hat es mit der Neurodermitis, die ist wesentlich besser geworden, also das hat sich auch gebessert. Was sagt man dazu? Kurzerhand hat die Monika, meine Tochter, unseren verfetteten Spaniergaul einfach mal ein bisschen Öl in die Nahrung, weißt du so, dieses Leinsamenöl, was man bei Pferden als korrekt ansieht, ne? Der hat innerhalb von zwei, drei Wochen total seine überfetteten Plätze verbessert und die Hufrehe, das ist eine Art Pferdekrankheit, irgendwie so Schimmel an den Hufen, die ist wesentlich besser geworden. Die hat es sich hochgerechnet, runtergerechnet, was ist bei den Menschen gut, was wäre dann auf einen Vollveganer wie einem Pferd auch gut. Ne? Und hat das ganz gut hingekriegt, das ist ganz happy. Was sagt man dazu? Power-Diät für Pferde. Es gibt noch einiges über dieses Pferd, das wir noch direkt von ihrer Tochter erfahren werden. Und ich habe mir noch Bilder schicken lassen von diesem Gaul. Denn all das, was in diesem Video folgt, kannst du auf dich selbst anwenden oder auf deine Haustiere. In meinem E-Book, das gratis auf powerdiet.ch zum Download steht, erwähne ich, dass Tierärzte und Apotheker ein größeres und besseres Verständnis haben über Hormone als Allgemeinmediziner. Und gleich wirst du verstehen, warum. Ich bin eigentlich kein Freund davon, Tieren mit Menschen zu vergleichen, wie es andere tun. Ich kann manchmal diese Sprüche nicht hören, wie zum Beispiel ein Löwe frisst ja auch und eine Giraffe bla 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 und der Elefant sowieso und der Verdauungsapparat ist der gleiche wie, um dann schlussfolgern zu können, daher ist der Mensch dafür gedacht, bla 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 zu essen. Eine Kuh ist eine Kuh und ein Mensch ist ein Mensch. Die Kuh ist ein Wiederkäuer mit mehreren Mägen und der Mensch nicht. Und damit ist eigentlich Schluss. Geführte Experimente an Ratten und Mäusen, um dessen Resultate auf Menschen übertragen zu können, sind nicht nur lächerlich, aber auch äußerst unseriös und unprofessionell. Eine Ratte oder Maus überlebt unmöglich für einen Menschen im größten Schmutz und fühlt sich ganz wohl zwischen den Fäkalien und fressen alles, was ihnen unter die Nase kommt. Das heißt, dass diese Tiere organisch gesehen einen anderen Stoffwechsel haben als wir Menschen. Ich glaube, das reicht, um sich jegliche Diskussion darüber zu ersparen, dass Menschen mit Tieren verglichen werden sollten, wenn es um Ernährung geht. Und an dieser Stelle meinerseits ein Gruß den Veganer, denn sie lieben es, sich selbst mit Tieren zu vergleichen. Wenn eine Giraffe irgendetwas isst, dann glauben sie, dass sie das auch essen können. Darum essen sie ja vegane, nachgemachte Schinken, künstlich hergestellte Chicken Nuggets aus Gemüse, vegane Würste, Käse, Hamburger, weil sie offensichtlich nicht auf diesen Geschmack verzichten können, das dem Menschen eigentlich von Natur aus gegeben ist. Aber nein, man muss ein Brokkoli nehmen und ihn irgendwie in eine Wurst verwandeln. Aber das ist nicht Thema von diesem Video hier. Es gibt aber etwas, das Mensch und Tier mehr gemeinsam haben als alles andere. Das sind die Hormone. Denn die Power-Diät richtet sich hauptsächlich an die Hormone und die biochemischen Reaktionen, welche im Körper stattfinden. Darum ist sie so erfolgreich. Und an dieser Stelle lese ich dir also vor, was mir diese Monika, also Tochter von diesem Valerian, geschrieben hat. Es ist natürlich ein bisschen Eigenwerbung dabei, aber es lohnt sich, wenn du dir das anhörst. Hallo Paolo! Morgen bin ich also offiziell am Ende meiner Phase 1 angekommen. Insgesamt habe ich in der Zeit vom 15.11.2019 bis heute 8,6 Kilo abgenommen.
und das ohne Hungern oder Abstrampeln. Auch wenn es nicht ganz so viel ist, wie manch anderer mit der Power-Diät verliert, finde ich das trotzdem super. Gut, wenn wir uns diese Bilder anschauen, so könnte man meinen, dass sie mehr als 8 Kilo abgenommen hat. Das hat etwas mit der Körpermodellierung zu tun. Das werden wir aber in einem anderen Video behandeln, wie man mit korrekt aufeinander abgestimmter Nahrung sowas erreichen kann, mit oder ohne Sport. Abonniere jetzt also diesen Kanal, klicke auf die Glocke, wenn du darüber mehr erfahren willst. Vielen Dank für die Entwicklung und das Teilen der Power-Diät und deine Unterstützung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach und überwiegend lecker sein kann, abzunehmen und dabei auch noch gesund. Danke, danke, danke. Wir hören uns dann bestimmt noch ab und zu in Phase 2. So, jetzt bin ich mit der Eigenwerbung für die Power-Diät fertig und sie schreibt: An dieser Stelle wäre ich eigentlich schon fertig, möchte dir aber noch einen kleinen Schwank vom Ponyhof erzählen. Mein Pferd hat EMS. Das ist eine sogenannte Stoffwechselerkrankung, ähnlich Diabetes Typ 2. Jedenfalls muss er schon seit Jahren auf Diät leben, das heißt kein Zucker, kein Obst oder Karotten, kein Getreide, Hafer etc. und leider auch kein grünes Gras, sondern nur Heu, Bitterkräuter und Mineralstoffmischungen. Ist es nicht interessant, wie Veterinäre Diabetes bei Tieren behandeln? Wenn man sich mit den Hormonen befasst, liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass man auch bei Tieren Süßstoffe wie zum Beispiel Obst meiden muss. Wenn ein Pferd bei Diabetes Gras meiden muss, so sollte eigentlich ein Mensch auf Salate verzichten. Wenn es sich auch anders nennt, ist es immer noch Gras. Wie schon in einem anderen Video erwähnt, Karotten und Tomaten sind ja eigentlich auch zu süß, vor allem dann, wenn man abnehmen will. Aber in der Menschenwelt empfiehlt die Medizin genau das Falsche zu tun, mehr Obst und allgemeines Grünzeugs zu essen. Siehst du, warum Leute krank werden und bleiben? Siehst du, warum sie das Fasten empfehlen? Sie wissen nicht, wie sie den Insulinspiegel mit Normalessen in den Griff bekommen und wissen nichts anderes, als dir zu empfehlen, stundenlang nichts zu essen. Dabei ist es so einfach, ohne zu hungern, abzunehmen und fit zu bleiben. Sie schreibt dann weiter: Mit dieser Ernährung war er gesundheitlich stabil, aber trotzdem immer etwas zu dick und mit ständigem Heißhunger und hier und da Wehwehchen. Wenn du also unter Heißhungerattacken leidest, ist das, was folgt, genau das Richtige für dich. Also habe ich vor einigen Wochen, inspiriert durch die Power-Diät, überlegt, ob ihm womöglich auch Eiweiß und Fett fehlt. Da ein Pferd ein Vegetarier ist, ist es natürlich Pflanzenfett. Schließlich habe ich selbst erlebt, wie gut eiweißreiches und Fett sättigt und wie einfach man Heißhunger dadurch loswerden kann, ohne den Blutzucker in die Höhe zu treiben. Verstehst du? Das ist der Schlüssel. Dinge zu essen, welche sättigen, aber den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lassen und nicht sich zu Tode hungern. Denn Hungern, wie du selbst weißt, ist der beste Weg, in eine Heißhungerattacke hineinzulaufen. Und wenn eine Schokolade herumliegt, ist sie plötzlich weg. Denn wir haben gelernt, dass die einzige Ursache vom Zunehmen oder nicht abnehmen können in einer Überproduktion von Insulin liegt. Das habe nicht ich erfunden, das ist allgemein bekannt. Das liegt also nicht am Essen selbst. Und was folgt, ist natürlich typisch für die Nahrungsindustrie, welche auch nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren angewendet wird, um sie süchtig zu machen. Sie schreibt: Leider sind alle konventionellen Futtermittel für Pferde, die Eiweiß und Fette enthalten, in der Regel auch sehr zuckerhaltig. Zum Beispiel frisches Gras mit Samen und Hafer etc. Siehst du? Merkst du etwas? Der guten Nahrung wie Proteine und Fette werden Süßstoffe hinzugefügt und sie führen uns an die Nase herum. Damit lassen sie uns glauben, es läge an den Proteinen und dem Fett und verschweigen uns aber die Wahrheit, dass es am Zucker liegt. Es ist das hinzugefügte Zucker, das sogar gesunde Nahrung in Gift umwandelt. Das ist Biochemie und hat nichts mit Kalorien zu tun. Aus biochemischer Sicht können nur 5 Gramm Zucker eine natürliche Proteinquelle in eine Zuckerbombe umwandeln. Wir nehmen zu,
können nicht abnehmen und verstehen nicht warum. Es war also nicht das Fleisch oder das Fett, sondern das, was sie dazu oder du selbst dazu gegeben hast, gegessen und getrunken hast. Diese Kombinationen verursachen eine unerwünschte biochemische Reaktion. Und wir nehmen zu. Schau mal, in vielen Rezepten kommen Karotten vor. Warum? Weil die Süßstoffe der Karotten die Speisen versüßen. Und das ganze Gericht, wenn auch mit wenig Kalorien, wird zu einer Zuckerbombe. Dass Süßstoffe hinzugefügt werden, damit sie lecker schmecken, hat nur einen Zweck und süchtig zu machen. So dass wir mehr davon essen als notwendig, um uns einfach süchtig danach zu machen. Aber glaube ja nicht, dass in der Nahrungsindustrie, sie wissen ganz genau, wie diese biochemischen Reaktionen funktionieren und sie wenden einen fiesen Trick dabei an. Dieser fiese Trick werden wir jetzt nicht in diesem Video behandeln, aber vertrau mir, ich werde ihn dir in einem anderen Video erklären, was sie genau darüber wissen und warum sie das so tun. Nun, was hat jetzt also diese Monika getan, um ihrem lieben Pferd zu helfen? Sie hat also eine pflanzliche Proteinquelle mit wenig Zucker gesucht und gefunden. Seit er das futtert, hat er plötzlich keine Heißhungerattacken mehr, ist insgesamt fitter, spiel- und bewegungsfreudiger geworden. Und er hat abgenommen, ohne zusätzliche Trainingseinheiten oder sonstige Änderungen. Verstehst du? Der verdammte Gaul hat abgenommen. Ich finde das irgendwie lustig, aber... Er hat abgenommen und ohne zusätzlichen Sport, sprich zusätzliche Trainingseinheiten. Du musst verstehen, dass dieses arme Tier musste bis vor kurzem leiden, weil auch er ein Opfer der Kalorientheorie geworden ist. Denn auch bei Pferden werden diese gottverdammten Kalorien berücksichtigt. Was ihm gut tun würde, verwehrt man ihm einfach, nur weil es zu viele Kalorien hat. Ist es also nicht interessant, was eine korrekt abgestimmte Nahrung auch bei Tieren bewirken kann? Und dann schreibt sie, innerhalb von nur 3 Wochen, man muss sich das vorstellen, vorher über Jahre hinweg und jetzt nur innerhalb 3 Wochen. Selbst andere Pferdeleute haben mich bereits darauf angesprochen, was mit meinem Pferdchen passiert sei. Der hätte sich total verändert zum Positiven. Gibt's denn das? Wahnsinn! Danke, Paolo! Wenn auch unbeabsichtigt, hast du nicht nur mir, sondern auch meinem Pferd geholfen. Bleib wie du bist. Wenn du also Haustiere hast, werde ich dir erklären, wie ich mein Hund und zugelaufener Kater mit den Prinzipien der Power-Diät aufgepeppt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.